So, und auf Level 34 entwickelt es sich aber nur tagsüber zu Mantidea. Okay, und auf Level 35 tagsüber, wenn es nachts 34 geworden ist? Dann kannst du dir mal Ja. richtig dick den Jaguar polieren für deine Scheißfrage. Dieses Pokémon duftet frisch und lieblich. Im hohen Gras, wo sich Imantis gern versteckt, halten sich oft auch wilde Erik auf. Erwin. Erwin! Verdammt. Wie heißt denn die Entwicklung von dem? Wie war das? Mantidea heißt die Entwicklung. Mantidea. Nee, Mann nicht komm. mehr. Mann. Mandel T. Nein. Ach, Imam nenne ich Wow. es. Sicher, dass du dich auf dieses dünne Eis wagen willst? Naja, wieso? Wir sind doch eigentlich sehr tolerant, was unsere Pokémon angeht. Burak, Turkan. Oh boah. Ist das jetzt richtig geschrieben, oder? Was weiß ich? Ich weiß es Ich auch bin nicht. Atheist. Ja, ich auch. Jedes Mal, wo ich das Wort Atheist sage, habe ich ein neues Fadenkreuz auf der Stirn. So ein Oh! Laserpointer von Wie? draußen. Atheist, Atheist. Oh, jetzt kommt noch eins. Ich dachte, die sind selten. Ich glaube, ich esse mal ins Gleiche. Meinst du? Kann ich gern dafür sorgen. Nom 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 nom. So. Okay, jetzt muss ich nur noch da irgendwie durch. Ich komme da nicht durch. Ja, absteigen. Fettes Vieh. Ah! Das nur, weil ich danach gucken sollte. Wahrscheinlich, wenn man Bisbark rasiert, hat man am Ende noch so einen Nacktmull übrig. 90% Haar. Ach so, sag mal, rasierst du dir nicht ab und zu mal den Bissbach? Wofür steht das bitte? Keine Ahnung. Ach so, der Bart im Gesicht wegen Ach Biss. so. Ja, muss ich alle 3, 4 Tage. Aber ich habe ja eine sehr außergewöhnliche Bartform. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich glaube schon mal einmal oder so. Das ist mein Markenzeichen. Weiß ich nicht. So wie ein Kopfreifen bloß für unten rum im Gesicht. Kopfreifen für unten rum im Na, Gesicht. wie nennt man das? Haarreifen. Haarreifen für unten rum. Aus Haar. Mogi! Morgen. Guten Morgen. Guten Mogeln. Bis bald. Die seltsamen Bäume haben sich direkt zum Domme Royal aufgemacht, ohne anzugreifen. Oh. Da gibt es bestimmt auch Battle Royals. Ja, ist so. Ist der neue Kampfmodus. Das hat sie bestimmt daran erinnert, wie sie von Tracy und ihrer Kraft nass gemacht wurden. Jetzt sind sie jedenfalls weg und stehen nicht mehr im Weg. Dafür kriegst du ein Geschenk von mir. Da nimm. Zauberwasser. Jawohl. Yay. Bekannt? Nee, ich kenne nur Feuerwasser. Verstärkt Wasserattacken, wenn Ach so, getragen. ja, ah, stimmt, ja. Ja, richtig. Jetzt, wo du sagst, hätte mir eigentlich auch so klar sein müssen. Ach Mann. Vielleicht sind die Mogelbäume ja zum Dom Royal aufgebrochen, um durch mehr Training ihre Angst vor dem Wasser zu verlieren. Kennst du das Ding? Das ist die Heimat des Battle Royal. Voll cool, oder? Nein. Route Ein 6. Routenschild. Geradeweg. Geradeweg. Geradewegs nach geradeaus geht's da. Ja, das Ding ist wirklich sehr gerade. Und da haben sie auch vermutet, dass dort die Pokémon-Pension ist, weil eben dieser Geradeweg ziemlich gut zum Langlaufen ist oder also zum Steps sammeln. Meinst du, dafür wird der genutzt? Wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwo einen runden Weg, der besser geeignet ist. Wo man einfach bloß, also wo man den 3DS weglegen könnte. In Alola gibt es nur einen einzigen wie mich. Man nennt mich Anthony, den Knirps. Hallo, Anthony, den Knirps. Wer nennt ihn Knirps? Jesse von Team Rocket. Die und anderen nennen James. ihn Benjamin. Benjamin. Benjamin Blümchen. Das ist Tony Montana in Jung. Magby. Oh. Ich mag B. Magby, mag me. Faye that you You mag mark me. me. Elekid, Elekid.
Ich guck mal, ob schon bekannt ist, wann sich Katsunda entwickelt. Mitsunda. Ja, meine ich doch. Ich vertue mich da immer, weil Sam und ich hatten vorher so Bingo gespielt. Nee, ja. Katsunda. Mitsunda. Mitsunda. Mitsunda gibt's hier nicht im Pokewiki. Ja, aber vielleicht Katsunda noch gibt's nicht. Auch nicht. Siehst du, es ist alles noch nicht drin. Ja. Doch, aber es ist bekannt. So, dann gehe ich hier über Flammiau. Da, Level 34. Level 34, okay, gut. Und da wird es zu... Ah, ich habe auch noch nicht von Trompec die Entwicklung gesehen. Also, den... Türkan. Ja, aber ich meine jetzt Trompec, wie heißt es denn wirklich dann? Ich weiß nicht, wie die letzte Form heißt. Ja, ich hoffe es. Ja, eben. Deswegen, ich hab's nachgeschlagen. Ich weiß es nicht, ob es Tupac wird. Es wäre so cool. Aber ich glaube, die haben sich irgendwas Blödes ausgedacht. Und nicht sowas Cooles wie Tupac. Das wäre aber echt das Coolste. Ja. Du bist. Oh, pardon. Wie habe ich denn gesprochen? Minderjährig. Du musst voll gut sein, wenn du den einzigartigen Krebs aus Alola besiegen konntest. Der Knirps. Ah, diese Knirpse. Wir wollen diese hier Pikachu fangen. Das ist ja richtig eine Plage. Die gehen mir voll auf den Knöpsel. Schniff, schniff. Nein! Ah, oh, schon wieder so ein Ich bin ein Züchter und ziehe Pokémon auf. Ja, ich habe hinten eine Schnur dran. Fuck. Und dann sprechen sie. Ich zieh Pokémon auf. Loser, loser. Oh, William Kohn fordert dich heraus. Pokémon-Züchter William fordert dich heraus. Ein Muggelbaum, der kann nicht zaubern. Oh Mann. Oh nee, da muss ich ja jetzt das Pokémon vielleicht wechseln, obwohl ja, Biss gegen Stahl. Ich probier's mal mit Biss. Vielleicht das ist Bullshit, das ist ein Stein-Pokémon, der hat Verteidigungswerte. Ach man. Mach hier Makuhita und One-Hit. Ja, okay. Muss ich dir beibringen, wie man Pokémon spielt. Bärmlich. Willst du eine Brust oder was? Ja. Mimikry ist fehlgeschlagen. Muss aber aufpassen, dass du dann nicht ein Haar im Mund hast. Oh, in der Kluft die Z-Attacke, das sieht aus. So Power Ranger-Style. So, setz deine Z-Attacke ein. Space Patrol Empower-Einsatz. Meine Lieblingsstaffel. Geht nichts über Space Patrol Delta, ist nie wieder eine Season rangekommen. So, Mogelbaum ist weg. Jawohl. Besser. Ja. Gut. Oh, Reiskorn wäre fast um ein Level gestiegen, aber noch fast. Ich bin ein Züchter. Nein, wenn dann sag's mit Down-Syndrom. Hinten ein Züchter. Und es tut mir leid, dass ich verloren habe. Bitte nicht wieder zuschlagen, Mami. Ich hab dich lieb, Mami. Da muss doch irgendwas dahinter sein. Da ist nichts. Doch, da ist was. Hinter Eingang. Ah. Des Züchters. Du kommst durchs Hintertürchen ins Dorf. Oh Mann. In das Gesamte. And the Trompec goes like... Du, 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 du. What does the Trompec say? Och Mann. Hier muss ich wieder klein werden. Aber es wäre mal eine gute Idee, dann ins Pokémon Center zu gehen. Was ist denn? Ich suche schon mal für die nächste Starbox Encounter Lieder mit gar nicht. Feuer. Hier kann ich gar nicht ins Pokémon Center. Es ist echt nur für die TM. Schnipp, 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 schnipp. The Burning Crab of Fire. Oh, ach nee, guck mal. Noch eine Lasagne. Aber eine große. Jawohl, Lasagne. Ja. Bam, Smoke weed every day. Smoke mock every day. Smoke mock. Hey, du da. Ja, dich meine ich. Würdest du mir kurz helfen? Hier drüben. Ach, das ist ja eine niedliche Kleine mit dicken Augenbrauen. Ist die kleinwüchsig oder ein Kind? Keine Ahnung. Yo, 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 dreh uns nicht den Rücken zu, ja?
Hey Mann, das ist nicht die von Mille Mille! Diese Typen sind gemeine Pokémon-Diebe. Kennst du die etwa? Ja, ich gehöre zu denen. Na und dort, Mann! Mein Name ist Hapu'u. Puh. Merkt euch das gefälligst. Ich hab schon gleich wieder vergessen. Ist es in größeren Städten wie dieser etwa normal, dass auf offener Straße Pokémon-Diebe ihrem schmutzigen Handwerk nachgehen? Nicht mit mir. Los, du übernimmst den da. Was heißt hier Diebe? Wir machen nur unseren Job, Mann. Kleiner, dünner Junge macht seinen Job. Blasser, dünner Junge, ja? Blasser, dünner Junge. Ja, es ist aber auch. Ich meine, das ist echt, das sind die weißesten Gangster, die ich hier je gesehen habe. In Pokémon. Willst du damit sagen, dass eigentlich nur schwarze Kriminelle sind? Ja, nein, aber ich finde, die haben sind eine ganze Gang aus Eminems. Hip-Hop-Style, aber irgendwie alles weiß. Das ist jetzt eher so ein Kompliment für Schwarze, glaube ich. Ihr seid ganz okay, fast wie weiß. Nein. Du redest dich wieder um Kopf und Kragen. Ich drück einfach weiter. Okay. Aber nee, Moment, ich muss den doch noch sprechen. Wir wurden nur nach Akala versetzt, weil uns da die da auf Mille Mille absolviert hat. Aber diesmal stellen wir die Sache auf den Schädel, yo. Swag. Ich sag dir, ich stell ihm auch Sachen auf den Schädel. Aber ich meine, schwarzer Rap ist ja in den USA zum Beispiel. Lass das Thema doch einfach auf sich beruhen. Wenn du mich mal aussprechen lassen würdest, müsste ich das nicht. Meine Güte. Oh, er setzt Trovato ein. Aber gut, wenn du willst, dann lass ich es eben so stehen, dass ich schlecht dastehe. Ist okay. Nee, nur nicht weiter reinreden. Du kannst nur das Falsche sagen. Nein, gar nicht wahr. Du kannst es nur immer alles falsch drehen. Ach, jetzt bin ich auf einmal wieder schuld. Ja, warum nehme ich eigentlich Schlecker, wenn ich Biss habe? Das hatten wir doch schon mal, dass ich irgendwas gesagt habe und du hast es schön ins für mich Schlechte gedreht. Ja, ist halt nur leider nicht erschienen wegen der Exido-Qualitätsoffensive 2016. Thema, ich schaff das ohne K.O. zu gehen. Ja, ich schaff das ohne, dass du mir die Aufnahme abkackt. Aber da ging's um Frauenquote und so. Ja, genau. Hast du auch ein paar interessante Dinge gesagt. Zugegeben, nachdem ich dich in die Ecke gedrängt habe, aber du hast es gesagt. Na, zum Glück ist mir ja versehentlich, hust, die Aufnahme abgekackt. Ja. Ich bin fix und fertig, Bro. Fix und fertig? Oh, schön. Wir bekommen ein, wie hieß denn das nochmal? Hariyama. Ja. Harry Weinfort. Harry Weinfort. Wir bekommen Harry Weinfort. Oh ja. Fix und fertig. Das klingt so ein bisschen wie so ein Drive-Thru-Puff. oder so ein Programm, wo Rentner nochmal so ihren letzten Wunsch erleben können. Oh. Fix und fertig. Ja. Einmal Morphium, bitte. Hariyama. Hariya, Hariya, Hariya. Oje, oje, ojo. Es gibt ja auch die Hariyama-Polizei. Oh, ich mag ja diese Fruchtgummis von Hariyama. Bitte weiter. Hariyama ist stark genug, um mit einem einzigen Armschlag einen LKW durch die Luft zu wirbeln. Er misst gerne seine Kräfte mit anderen. LKWs. Ja. Deine Mutter, ja. Nein, ich meine, es zieht gerne LKWs auf DSF. Oh mein. Wenn man immer nur der Loser ist, lässt man auch schon mal den Schädel hängen. Bombe. Was höre ich da? Du willst die beiden platt machen, Bambros. Nur zu, diese aufgeblasenen Typen bestehen sowieso nur aus heißer Luft. Du nennst mich Luftkopf? Boah, lass uns mal lieber die Kurve kratzen, yo. Kein Bock mehr, hier meinen Schädel zu riskieren. Alter. Yo, ich sag's dir nochmal. Mein Bro redet ständig von Schädeln, damit du ihn dir in deinen Dickschädel einhämmerst.
Merkt ihr gefälligst endlich, wer er ist, Mann? Ja, es rüppelt weh. Hab mal Respekt vor mir, Mädchen. Findest du allein nach Hause? Brief. Brief? Warum riecht es hier so komisch? Nein. Ich bin froh, dass es seinen Weg alleine findet. Du hast dem Kleinen sehr geholfen. Wie heißt du eigentlich? Hildegard? Ein guter Name. Deine Art zu kämpfen gefällt mir auch. Da steckt viel Herz drin. Und eine Menge Hoppla! Pampros und ich sind viel auf den Inseln unterwegs, um unser Ziel zu erreichen. Wir sehen uns bestimmt irgendwo wieder. Schließlich schulde ich dir noch was für deine Hilfe. Oh. Pampros! Ach ja, Hildegard. Ach, daher kam der Geruch. Du solltest dich unbedingt mal am Battle Royale versuchen. Du hast auf jeden Fall das nötige Zeug dazu. Pokémon! Pampros sieht das genauso. Und da reitet sie auf ihrem weißen Schimmel. Was weder weiß ist noch ein Schimmel. Es ist braun. Warum sagst du, dass Braune auch weiß ist? Weil für mich alle gleich aussehen. Ich bin farbenblind. Willst du damit sagen, Schwarze sehen alle gleich aus? Ja, genauso wie weiß. Hab ich jetzt noch verstanden, was du da gesagt hast. Kein Kommentar mehr? Nein. Hey, wer ist jo. Der denn? Hör dich nicht. Der Battle Royale. Damit ahnen Trainer heutzutage den Kampf der vier Schutzpatrone um den Rang des stärksten Pokémon der vier Inseln. Dann schweig einfach und verarsch mich fürs Let's Play. Ist sicherlich gut für die Quote. Hörst du mich wirklich nicht? Hallo? Hallo? Du verarschst mich doch jetzt. Ist das jetzt... Ist das jetzt Rache? Nee. Hörst du mich jetzt? Ja. Gut. War auf einmal weg. Also ich habe dich nur spielen gesehen, aber du hast nicht mehr mit mir geredet. Oh, ja, das war, ich habe dich totgeschwiegen. Hat nicht geklappt. Geschickt eingeschädelt. Gefickt eingeschädelt, das passt zu Team Sky. Von dem, was wir Menschen als Müll betrachten und wegwerfen, ernähren sich einige Pokémon. Manche Pokémon werden sogar aus Müll. Und Ratiotox. Ich brauche ein Bild. Ach so, du brauchst ja ein Bild. Weiß ich nicht, soll ich dir eins von mir schicken, nackt? Ja, warte, ich gehe auf bild.de. Da postest du ja immerhin. Na, du wolltest ja ein Bild, deswegen musst du auch auf bild.de. Ja. Warum sehe ich bild.de nicht? Jetzt dein Blocker deaktivieren. Als ob. Nicht für bild.de. Nee. Endlich mal eine Sache, die allen zugute kommt. Dass man bild.de nicht einsehen kann, das ist gut. Ja. Juhu! Was? Juhu! 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 Oh. Ach ja, der Dom Royal. Wann immer ich meine Sorgen vergessen will, lande ich hier. Komm, Null, jetzt ist Schluss mit unserer Einsamkeit. Stürzen wir uns ins Getümmel. Ah ja. Sind dann muss ich da wohl rein. Hä? Ja. Aber ich bin am überlegen, ob wir nicht, erstmal ein Päuschen Pause machen. Ja. Finde ich gut. Ja? Royal, Royal, Battle Royal im Dom Royal, Royalala. So. Dann wollen wir mal ganz royal speichern. Jawohl. So. Dann. Ja, bis. Weiß ich nicht, wollen wir heute noch weitermachen oder erst morgen? Kommt drauf an, wenn du morgen wach bist. Oh, erst ein bisschen später. Das ist aber eigentlich gut, oder? Ja, ich bin da bei der Trends-Konferenz. Also ich dürfte gegen 8 oder so wieder da sein. Nice, nice. Ja? Ja, kriegen gut. Wir hin. Dann bis morgen. Moment. Um 8? Na, abends? Ja. Na, so lange schlafe ich nur wirklich nicht. Ja, aber ich bin ja nachmittags bis abends weg. Mhm. Deshalb. Achso, okay. Dann kann ich frisch von der Trends-Konferenz hier erzählen. Ja, natürlich.
direkt live von, naja, fast live von, ja. Fast live von. Fast live und vor allem natürlich sofort hochgeladen, wenn es passiert ist. Ja, das sind wir schon wahrscheinlich schon mit in der Produktion. Ja, genau. Cool, dann bis morgen. Ja.